Guten Abend zusammen. Sind Menschen da draußen? Wir sehen hier im Gegenlicht nichts. Das heißt, wenn niemand da wäre, wären wir trotzdem ganz entspannt und guter Dinge. Auf jeden Fall. Genau. Herzlich willkommen zum dritten Metal Talk von Metal Storm Concerts. Mit heute einem ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr freue, dass wir uns... Das sagst du immer, oder? Sage ich immer, wenn wir uns sehen. Und wir sehen uns heute zum ersten Mal. Mir ist es tatsächlich gelungen, Nico Rose auf die Bühne zu bekommen. Wir waren schon lange im Kontakt und haben heute jetzt die Chance, mal tatsächlich live zu plaudern. Und das werden wir machen mit Blick auf Nicos Buch, das vielleicht einige von euch schon kennen. Es heißt Hard, Heavy and Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Früher hießen Metal-Bücher anders. Ne? Da wurde eher gewarnt vor gewissen satanischen Einflüssen und Heavy Metal stand eigentlich mal eher für das schlechte Leben, zumindest aus Sicht vieler Kommentatoren. Heute ist das anders. Darüber wollen wir sprechen. Ich darf dich, Nico, noch ganz kurz vorstellen. Die meisten werden dich zwar kennen, aber der Form halber, Nico ist Psychologe und Autor. Wir haben gerade noch mal nachgezählt, Autor von mittlerweile ganzen 8 Büchern und bereits an 2 neuen dran, wie du gerade backstage verraten hast. Nico war viel in der Unternehmenswelt unterwegs, ist es heute auch noch, aber er ist auch seit frühester Jugend in der Metal-Welt unterwegs. Er verbindet auch diese beiden Welten. Das war, glaube ich, das letzte Buch. Da geht es um Metal-Bands und Metal-Brands, was man von Metal-Bands über Branding lernen kann. Also, falls ihr in dieser Hinsicht interessiert seid, nicht nur über das gute Leben, sondern auch über das wirtschaftlich erfolgreiche Leben, lässt sich von Metal lernen. Also, Nico, herzlich willkommen. Und wir steigen direkt ein in deine persönliche Geschichte, weil das Buch zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es auf der einen Seite wirklich ein psychologisches Buch ist, also wissenschaftlich seriös informiert, aber auch eine sehr persönliche Geschichte. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist Wissenschaft. Ne? Also wenn man Wissenschaft auf den Punkt bringen möchte, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Also du beschreibst Metal in diesem Buch als deinen, ich zitiere, treuen Begleiter auf dem Pfad durch meine Krisen. Und da würden wir natürlich gerne wissen, was waren das für Krisen? Ja, die schwerste Krise, würde ich sagen, hatte ich mit 16. Es war ungefähr 2 Jahre, nachdem ich auch so Metalhead konvertiert wurde. Ich zähle mal ab 14, da bin ich zum ersten Mal mit der Musik von Halloween konfrontiert worden. Vorher auch schon so Guns N' Roses und ein bisschen Hard Rock, aber so ab 14 sage ich eben Metalhead. Und mit 16 auf 17 habe ich dann einen Schüleraustausch gemacht in die USA. Also ein Jahr von zu Hause weg. Und das ist ja durchaus eine theoretisch krisenhafte Erfahrung. Und in der Pubertät hat man ja sowieso auch schon das eine oder andere mit sich zu tun. Und da war einfach die Situation, ich habe mich nicht sehr gut mit meiner Gastfamilie verstanden, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich hatte jetzt auch keine große, gute Anbindung an der Schule. Also ich habe mich einfach sehr isoliert gefühlt das ganze Jahr über und hatte aber auch mit meinen Eltern verabredet. Ich rufe also nur alle 2 Wochen einmal an, weil damals echt noch Ferngespräche, scheiß teuer, kein Internet. Darf ich fluchen? Ja, ich darf fluchen, oder? Hier und ist es. Ich war da einfach sehr, sehr einsam die ganze Zeit und ich weiß mittlerweile, dass ich eben nicht sehr gut auf Einsamkeit reagiere. Mittlerweile weiß ich auch, dass das Thema Depressionen, Angststörungen durch meine Familie läuft. Das hat eine hohe genetische Komponente, das wusste ich damals noch nicht. Aber im Grunde war es so, ich bin da als halbwegs normal unglücklicher Teenager hin und das hat so ein paar Wochen gedauert. Dann fing das erstmal körperlich an mit Asthma. Also ich habe auf einmal Asthma ausgebildet, hatte ich vorher nicht. Dann ein paar Wochen später Panikattacken sind dazugekommen, hatte ich vorher auch nicht. Und dann so bis Weihnachten, also ungefähr Halbzeit, heute mit dem Blick des Psychologen
schwere Depressionen, ganz, ganz akute Selbstmordgedanken, also bis zu dem Punkt, wo ich schon in der Planungsphase war, wie würde es mir denn gelingen? Und das kann man, glaube ich, schon als Krise bezeichnen. Ich kann da heute so ein bisschen drüber schmunzeln, weil es fast 30 Jahre her ist. Und ich bin froh und dankbar, dass ich im Grunde 2 Jahre vorher eben die Metal-Musik für mich entdeckt hat, denn die hat mir, glaube ich, neben ganz viel Sport, du bist ja auch sehr sportbegeistert, sportverrückt, also diese Kombination Metal und Sport, würde ich sagen, hat mir heute das Leben gerettet. Wüsste nicht, ob ich ohne diese beiden Faktoren heute noch hier wäre. Wie hat Metal das denn genau getan? Weil wenn wir jetzt ein bisschen so in vielleicht eine populärwissenschaftliche Ecke denken, früher hat es eher geheißen, Metal ist so eine Musik, die vielleicht eher Depressionen sogar auslöst oder die aggressiv macht. Du hast im Vorgespräch auch so ein paar ältere Studien zitiert, die so in diese Richtung gingen. Also wie hat Metal das ganz konkret gemacht bei dir? Wie hat er dir geholfen? Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Das eine ist erstmal in dem Moment, wo du dich in ein Album vertiefst, und das hat man damals ja noch gemacht, also dann mit so einem Sony Discman, und dann hast du vielleicht irgendwo auch mal 1-2 Alben einfach konzentriert durchgehört. In der Zeit mach schon mal keinen Scheiß. Das ist ein guter Anfang. Ja, das ist so. Das andere, das beschreibe ich auch in dem Buch, aber bin ich jetzt auch nicht der Erste, ist, dass, glaube ich, Metal durch die tonale Qualität, aber auch durch die textliche Qualität relativ geeignet dafür ist, vielleicht auch ein bisschen besser als andere Musikstile, diesen kathartischen Effekt auszulösen. Das ist ja ein Griff, der geht eigentlich zurück auf die griechische Tragödie. Und Katharsis kann man ganz grob mit Reinigung übersetzen. Und die alten Griechen hatten schon die Idee, wenn es dir also beschissen geht in deinem normalen Leben, wenn du Stress hast, würde man heute sagen, gehst du gerade nicht direkt in eine Komödie, um dich aufheitern zu lassen. Das gab es natürlich auch, die Komödie, sondern du gehst bewusst in eine Tragödie. Und dann hatte man die Idee, dass du durch das teilnehmende Empfinden an dem schweren Schicksal auf der Bühne quasi deine eigenen Gefühle und vielleicht auch deine eigenen Dämonen so ein Stück weit in das Stück bannen kannst, und dann gehst du eben gereinigt nach Hause und bist dann wieder bereit, ein paar Wochen zu existieren. Und das Gleiche erlebe ich eben auch bei Metal-Musik. Das ist für mich eine ganz körperliche Qualität. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auch schon wieder, am Wochenende bin ich jetzt bei Stratovarius. Ich brauche so alle 4 bis 6 Wochen brauche ich so eine Live-Injektion, damit mein Körper funktioniert. Und dann bin ich wieder einigermaßen imstande, ins normale Leben zu gehen. Und irgendwann merke ich, oh, jetzt brauchst du aber wieder ein Konzert. Und das erlebe ich bei ganz vielen Menschen, dass das so eine körperliche Dimension hat. Zu dem Punkt mit den Studien. Ich habe für das Buch ganz viele andere Bücher natürlich gelesen, aber es gibt ja eben auch die ein oder andere wissenschaftliche Studie zum Thema Metal. Und es gibt wirklich in medizinischen angesehenen Fachjournals, so aus den frühen 80ern, Artikel, wo gesagt wird, so liebe Eltern, wenn deine Kinder Metal hören, ist ganz, ganz schlimm, weil die werden auf jeden Fall Kiffer, Säufer, whatever es da so draußen gibt. Und bis zu dem Punkt, und es ist auch eine negative Sozialprognose, also wenn dein Kind in der Jugend Metal hört, kannst du deinen Nachwuchs im Grunde vergessen. Also während den Anfängen. Und meine Erfahrung, und ich glaube auch die vieler anderer Metalheads, ist natürlich eine ganz andere. Ich beschreibe das Thema Depressionen immer als so ein Loch, in das man reinfallen kann. Und jeder von uns ist mal traurig. Wenn du aber anfällig dafür bist, dann stehst du näher am Loch und dein Loch ist auch sehr viel tiefer. Und du kommst dann schwerer wieder raus. Und Metal ist für mich immer so eine Gravitationskraft, die mich eigentlich von dem Loch wegzieht. Und das ist, glaube ich, das, was der Outsider oder die Outsiderin nicht so gut nachvollziehen kann. Aber es hat für mich eigentlich, heute würde man sagen, Präventionscharakter. Ich würde dir da auch biografisch sehr zustimmen. Was ich persönlich eigentlich erlebt habe, ist, dass sich die Moderne, in der wir leben, setzt dich eigentlich unter so einen permanenten Glücksdruck. Also dir muss es eigentlich gut gehen. Du sollst dich verwirklichen, du sollst erfüllt sein, alles soll sinnvoll sein. Und ich finde das eigentlich
etwas, was mich eher runterzieht. Und Metal war für mich oder ist für mich so eine Musikrichtung, die dich nicht unter diesen Reggae-Druck setzt. Kennt ihr diesen Reggae-Druck? Also Reggae setzt dich unter diesen enormen psychischen Druck, dass du so entspannt bist und dass es easygoing ist. Es macht mich komplett fertig. Da gehe ich wirklich aggressiv und leergesaugt wieder raus. Und Metal sagt eigentlich, Leute, schaut an, das Leben ist apokalyptisch, es geht alles zu Ende, die Zombies stehen schon nicht hier bei der Mikro ums Eck. Und auf eine Art und Weise nimmt das so ein bisschen Druck von einem, oder? Aber Nico, jetzt muss ich dich fragen, du bist ja gleichzeitig ein Vertreter der sogenannten positiven Psychologie. Ja. Wie geht das denn einher und kannst du vielleicht kurz erläutern, was positive Psychologie ist? Ich versuch's kurz. Also erstmal heißt es nicht positive Psychologie, weil wir besser, cooler, schöner sind als andere Psychologen, sondern das hat etwas mit unserem thematischen Schwerpunkt zu tun, mit unserem Erkenntnisinteresse. Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr, sagen wir mal, vor 25 Jahren ungefähr und in den Jahrtausendwechsel, wenn ihr da jetzt mal, ich nehme jetzt mal sämtliche verfügbare psychologische Fachliteratur weltweit und ordne die nach zwei Stapeln. Ein Stapel ist im weitesten Sinne weg von schlechten Dingen. Also ich habe eine Depression, wie erklärt sich das und wie werde ich sie wieder los? Das ist dann der Bereich klinische Psychologie. Der ist super wichtig, weil nochmal, ich habe immer wieder mal Depressionen gehabt. Ich habe auch schon mal die ein oder andere Pille genommen, um überhaupt wieder schlafen zu können. Also es ist ganz wichtig, dass das gibt. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Aber das Interessante ist, dieser Stapel hätte wahrscheinlich 90% aller verfügbaren Literatur ausgemacht. Und dann hast du in jedem Feld hast du immer noch ein bisschen Methodenliteratur, Statistik. Und der Stapel, ich bin eigentlich normal gesund, also ich bin funktional, ich gehe zur Arbeit, ich bin nicht klinisch auffällig, aber merke vielleicht, dass ich so ein bisschen vor mich dahin dümple. Mir fehlen so attraktive Ziele, vielleicht mir fehlt auch eine Sinnperspektive. Also dieses von normal weg in positiver Richtung. Ich möchte ein kleines bisschen glücklicher werden. Ich möchte vielleicht wieder mehr Sinn in meiner Arbeit haben. Da hat sich die akademische Psychologie sehr lange sehr vornehm zurückgehalten, um es mal so auszudrücken. Und so diese Hinzu-Themen, die werden heute unter diesem Label positive Psychologie verhandelt. Also fragt euch mal ganz kurz, fühlt ihr euch heute gesund? Wer fühlt sich gesund? Jetzt ist die Frage, wie würdet ihr Gesundheit definieren? Die erste Definition ist häufig, naja, ich fühle mich heute nicht krank. Wenn man so alt ist wie ich, mittlerweile 45, mir tut heute nichts weh. So, das würde uns jetzt aber nicht ausreichen. In der Medizin gibt es schon seit den 70er Jahren die Idee der sogenannten Salutogenese. Also man hat der Pathogenese, der Entstehung von Krankheiten, die Salutogenese gegenübergestellt, nämlich wie entsteht eigentlich Gesundheit? Und ist Gesundheit nicht eigentlich mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit? Und die WHO hat das übrigens mittlerweile übernommen. Also die geht davon aus, dass Gesundheit etwas positiv Seiendes ist, was man auch merken kann, zum Beispiel sowas wie ne, energetisiert sein regelmäßig, attraktive Ziele haben. Und die positive Psychologie überträgt das im Grunde eben auf dieses mental-emotionale Spektrum. Also auch wir würden sagen, wenn man jetzt von sowas sprechen möchte wie einem gelingenden Leben, ein Leben, das ich gerne leben möchte, reicht es auch nicht zu sagen, ich bin nicht depressiv, sondern was muss denn da sein? Und das wollen wir mit guten, anerkannten, validierten Methoden besser verstehen als in den letzten 100 Jahren davor. Und das passt ja dann doch wieder ganz gut zu Metal. Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt mit den Zombies und der Apokalypse. Aber de facto ist es ja so, dass Metal auch Sinnperspektiven bietet. Ich denke gerade an Creator. Mir kommt so eine Textzeile in den Kopf. Da heißt es, let's celebrate the apocalypse. Und dann kommen total utopische Zeilen, let's build a better world. Das ist eigentlich sehr hippiesk fast. Also Metal kennt auch das.
geht dieser, ich sag mal, diese große Bedeutung, die Mental Health heute hat, also man spricht sehr viel über Mental Health zurzeit, geht das irgendwie einher auch mit dem Metal-Boom im neuen Jahrtausend? Ich habe das Gefühl, es sind so zwei parallel verlaufende Entwicklungen. Metal geht quasi wieder hoch, hatte so ein Tief in den 90er Jahren. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, Grunge, nicht? Diese schlimme Zeit damals. Im 21. Jahrhundert ist eigentlich auch der klassische Metal wieder zurück. Und gleichzeitig erleben wir auch eine große Welle an Mental Health Issues. Siehst du da einen Zusammenhang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist überhaupt erstmal eine Frage, haben wir eigentlich heutzutage mehr psychische Krankheiten? Also was wir zum Beispiel sehen, wenn man so Statistiken sich anschaut, die dann meinetwegen in Deutschland, ich komme ja aus Deutschland, von der AOK veröffentlicht werden, dann sieht man heute, dass der Anteil an Krankheitstagen, an den Gesamttagen durch psychische Erkrankungen wesentlich höher ist als in den 80ern und 90ern. Und die große Frage ist jetzt, ist es wirklich mehr geworden oder erlauben sich überhaupt erstmal mehr Menschen darüber zu sprechen und deswegen zum Arzt zu gehen? Also wird es einfach nur heute mehr erkannt? Würde ich sagen, ist ein Faktor. Und ich glaube, es ist auch heute einfach ein bisschen anerkannter und akzeptierter, darüber zu reden. Bis zu dem Punkt, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich versuche da auch immer so diese Klippe zu umschiffen, wo du mittlerweile einige Influencer hast oder auch Leute aus dem öffentlichen Leben. Und just dann, wenn sie gerade ihr neues Buch promoten wollen, fällt ihnen auch gerade ein, oh, ich war jetzt auch gerade depressiv. Also ich will das nicht in Abrede stellen, aber zum Beispiel, die hat aber dann richtig Lack dafür gekriegt, Kathi Hummels, glaube ich. Also in Deutschland gibt es den Mats Hummels, Nationalspieler. Sie ist so eine Influencerin, die sind mittlerweile getrennt. Und die hat dann öffentlich mit anderen Influencern so ein Depressions-Retreat gemacht auf, ich lüge jetzt mal, Korsika oder so. Und die haben das dann aber komplett medial ausgeschlachtet und dann dabei auch irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Also jetzt, guck mal hier, ich bin total cool depressiv und du musst das auch sein. Aber hier ist auch das T-Shirt dazu. Das finde ich richtig absurd, weil ich habe überhaupt keinen Charme oder irgendwas mehr darüber zu sprechen, aber es ist halt immer noch eine tödliche Krankheit. Und ich weiß es nicht, aber zum Beispiel jetzt Matthew Perry vor 3 oder 4 Tagen, der ist in der Badewanne ersoffen. Das passiert nicht einfach so. Chester Bennington, gerade auch so viele Leute in der Metal- und Rock-Szene. Also wir sollten nicht anfangen, das zu glorifizieren. Wir sollten es aber auch nicht verdammen, irgendwo in der Mitte. Ob das jetzt mit dem Rise von Metal einhergeht, ich bin nicht ganz sicher. Was du natürlich sagen kannst, ist, glaube ich, dass viele Menschen die Welt heute als unsicherer und aufwühlender empfinden. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit den 90ern. Frühe 90er, die Mauer fällt, Geschichte ist zu Ende, haben wir ja damals gesagt, ne? Ost-West-Konflikt überwunden. Und wir machen jetzt einfach eine große, fette Party in Berlin. Love Parade. Das ist für mich so zumindest die erste Hälfte der 90er. Und dann kam ja irgendwann New Metal. Und ich glaube, aufwühlende, unsichere Zeiten sind halt gut für Metal. Ja, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass du in diesen unsicheren Zeiten eben auch ein Medium brauchst, um deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Metal jetzt auch das richtige Medium ist für diese Zeit der sogenannten Polykrise, in der wir leben. Weil im Metal war es ja eigentlich immer schon üblich, dass man eben auch Emotionen zugegeben hat. Wenn man die frühen Metallica denkt, nicht? I have lost the will to live. Also da war das ziemlich klar auf dem Teller präsentiert worden. Und insofern überrascht es mich zumindest nicht, dass das irgendwie so miteinander einhergeht. Jetzt hast du aber auch vor deinem Buch eben durchaus auch wissenschaftlich eine Studie durchgeführt. Kannst du dazu noch was erzählen? Du hast ja den Metalhead vermessen. Du hast den Metalhead zumindest im deutschsprachigen Raum ausgewertet. Du hast dich mit den Persönlichkeitstypen und sonstigen Eigenschaften beschäftigt. Was kam da raus?
Ja, wir können erstmal mit der Demografie anfangen. Ist natürlich immer noch recht männlich geprägt, aber auch nicht mehr so extrem, wie das vielleicht mal im Klischee früher war. In der Stichprobe sind ungefähr 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Aber jetzt auch nicht irgendwie 90-10, sondern 2/3, 1/3. In Deutschland, wo, glaube ich, die meisten Menschen leben, fand ich ganz interessant, im Mittel, wir sprechen immer über Durchschnittswerte, eher hochgebildet. Also dieses Klischee vom Metal als Proletenmusik findet man da überhaupt nicht. Tatsächlich, was natürlich miteinander korreliert, auch eher gut verdienend. Was ich auch verstehen kann, weil diese ganzen Metal-Kreuzfahrten und so, das muss man sich erstmal leisten können. So. Das Merchandise, und, man kauft ja auch noch wirklich ein. Ja. Exakt, und Wacken wird ja auch nicht billiger und so. Das ist mal die erste Beobachtung. Was ich aber eigentlich mir anschauen wollte, ist, was machen die Leute eigentlich mit der Musik? Also ich habe ganz viele Attribute so vorgelegt. Ne? Ich mag die Stimmung auf Konzerten, ich mag die Klamotten, aber auch so Metal spendet mir einen Sinn im Leben. Also ich wollte tatsächlich verstehen, was macht die Musik mit den Menschen und was macht der Mensch mit der Musik? Also wie arbeiten wir mit der Musik? Wie bearbeiten wir uns durch die Musik? Das war so ein Schwerpunkt. Und das andere, was ich mir auch intensiv angeschaut habe, ist die Persönlichkeit. Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle, wo man die meisten Menschen so einigermaßen erschöpfend beschreiben kann. Also ich wollte tatsächlich verstehen, unterscheidet sich jetzt der gemeine Metalhead vom gemeinen Coldplay-Fan oder bei uns in Deutschland Schlager Helene Fischer? Und da gibt es ein paar interessante Unterschiede, können wir vielleicht gleich drüber sprechen. Und dann hat mich tatsächlich auch die Frage interessiert, sind Metalheads eigentlich glücklich? Und wenn ja, warum? Und das Interessante an der positiven Psychologie ist, dass wir jetzt mittlerweile ein gutes Instrumentarium haben, um zu sagen, ich kann jetzt sozusagen auch verschiedene Bausteine des guten Lebens so ein bisschen beschreiben und dann Menschen darauf einordnen. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass wir sind weder unglücklicher als jetzt der Normalo, wir sind auch nicht glücklicher als der Normalo. Wir sind aber auf der Bausteinebene ein bisschen anders glücklich als die Normalos. Und solche Dinge sind dann in der Studie herausgekommen und die habe ich dann zusammen mit meinen eigenen Erlebnissen und natürlich auch anderer Forschung in das Buch so verwurstelt. Könnte man sagen, ich spekuliere da jetzt ein bisschen so als Küchenpsychologe, dass Metal auch Ambivalenz tolerant macht. Weil so wie ich das Metal-Genre erlebe, konfrontiert es dich ja mit einer gewaltigen Komplexität. Du musst beim Metal eigentlich immer genau hinschauen, wo stehen die jetzt politisch, wo kommen die her? Du musst dich mit verschiedenen Zeichen beschäftigen. Es ist wenig wirklich eindeutig im Metal. Also Punk ist noch ein bisschen anders. Da ist zumindest meistens politisch klar, wo es lang geht. Und ich habe Metal eigentlich immer so als ein Genre erlebt, das mich herausgefordert hat, mich mit so auch im Widersprüchen, Ambivalenzen zu beschäftigen. Würdest du das bestätigen, dass das auch vielleicht zur Metal-Persönlichkeit gehören könnte, sich wirklich auf Ambivalenzen einzulassen? Das habe ich gesehen, nicht in meiner eigenen Studie, sondern in einer anderen Studie, die ich irgendwo verwurstet habe. Und zwar gibt es in der Psychologie sehr unglaublich viele verschiedene Facetten, anhand derer Menschen beschreiben kann. Eine davon nennen wir auf Englisch Need for Cognition, also quasi der Drang oder vielleicht auch der Wille zum Denken, zum Nachdenken. Und lustigerweise ist es so, den haben wir nicht alle gleichermaßen. Also es ist wie immer erstmal eine Glockenkurve, ne? Die meisten Leute sind halt mittelgroß und mittelschwer und so ähnlich ist es auch mit fast allen Persönlichkeitsfacetten. Wenn man jetzt hoch auf dieser Eigenschaft Need for Cognition lädt, dann haben wir quasi eine natürliche Neigung, Dinge von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten zu wollen. Auch eher so, ich werde jetzt mit einer neuen Information konfrontiert oder vielleicht einer neuen Kunstart, einer neuen Musikart. Dann hieße Need for Cognition, ich gucke mir das erstmal in Ruhe an, ich sammle Informationen, ich bilde mir eine eigene Meinung, um das dann vielleicht irgendwann einzuordnen. Menschen, die bei dieser Facette niedrig laden, die sagen, okay, ich packe das jetzt in eine Schublade und dann ist gut und dann brauche ich mich damit beschäftigen. Und was wir finden, ist, dass Metal-Fans heute, also in aktuellen Studien aus den letzten 2-3 Jahren, sehr, sehr hoch sind beim Thema Need for Cognition. Das heißt, wir lassen die Schubladen offen,
wir sammeln Informationen, wir steigern uns da rein und vertiefen uns darin. Lustigerweise, Studie aus den frühen 80ern, da war es noch ein bisschen andersrum. Also der Metal-Fan als solcher heute ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders gestrickt als der Metal-Fan in den 80ern. Und vielleicht spiegelt sich das ja auch so ein bisschen in der Musik wieder. Weil wenn du jetzt heute irgendwie ein 30-Minuten-Stück von Dream Theater reinziehst, um das wertschätzen zu können, erfordert das ja auch eine andere Form von Einsatz als früher I've Got Big Balls von AC/DC. Ist auch lustig, aber ist halt einfacher, ne? So. Und vielleicht ist es ja so, dass so mit der Reifung der Szene und die Leute sind auch älter geworden, dass dann die Musik mitgereift ist und heute eben im Mittel häufig auch ein etwas anderer Menschenschlag die Musik hört. Und diesen Menschenschlag, den kategorisierst du ja auch noch ein bisschen präziser und genauer, nämlich mit eigenen Bezeichnungen, nämlich du hast 5 idealtypische Metal-Personas bestimmt. Die musst du uns jetzt schon noch erläutern. Ja, da glaube ich ja selbst nicht dran. Aber also einmal Vorwarnung, ich bin wirklich an der Stelle streng wissenschaftlich vorgegangen, mit Statistik. Und mit Statistik ist immer so, man trifft alle so ein bisschen und keinen richtig. Das heißt, wenn ihr euch gleich nicht abgeholt fühlt, ist okay. Ich passe auch zu keinem der Typen so richtig. Es ist lustig, weil ich das fett oben drüber in dem Buch drin schreibe. So, ne? Also ich gehöre auch zu keinem der Typen so richtig. Und wenn ihr euch, ist total okay. Und trotzdem schreiben mich in der Woche 10 Leute, hey, was ist das denn für ein Scheiß? Ich passe doch gar nicht dazu. Das sind die mit niedrig Need for Cognition. Die gibt es auch noch. So. Kleine Randgruppe in Metal. Ja. Aber jetzt mal mit ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ganz kurz, was habe ich gemacht? Ich habe ja neben der reinen Demografie, irgendwie Alter, Geschlecht und so weiter, habe ich die Leute auch nach ihren Lieblingsbands und auch nach ihren Lieblings-Metal-Stilen befragt. Und dann kann man ja anfangen, mit diesen Daten über die Fans hinweg so verschiedene Cluster zu bilden. Also wir sprechen hier von einer Cluster-Analyse. Und was dann dabei herausgekommen ist, ist eben so eine Typologie von 5 Fantypen. Die allerhäufigste, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich viel Hilfe hatte von Wacken, also die haben mir geholfen, diese Studie publik zu machen, ist der sogenannte Man of War. Der Man of War ist so ein klassischer Heavy Metal, True Metal, Power Metal, Sabaton, aber auch ne, Halloween und so klassische Iron Maiden, Blind Guardian. Und das ist tatsächlich so der verbreitete Typus. Und zu dem müsste ich mich eigentlich auch zählen, zumindest so in der Zeit, als ich angefangen habe, Metal zu hören. Da war ich ein ganz klassischer Man of War, auch wenn ich von der Optik nicht so ausgesehen habe. Dann gibt es den Man in Black. Und die heißen deswegen Man, weil die tatsächlich sehr männlich geprägt sind. Deswegen habe ich die erstmal. Also der Man in Black ist der klassische Black Metal-Hörer. Der hört also fast nur Black Metal und noch ein bisschen Death Metal. Und was interessant ist, das ist so das Verbindende zwischen allen Typen. Alle mögen irgendwie so ein bisschen Thrash Metal. Das geht dann wahrscheinlich über so große Bands wie Megadeth oder Metallica. Aber das heißt, der Man in Black ist wirklich der männlichste von allen Typen und hört fast ausschließlich Black, Death und ja so ein bisschen Thrash. Ist von der Persönlichkeit her auch der introvertierteste, was ich auch wieder spannend finde. Übrigens aber auch gleichzeitig, das habe ich auch erfragt, es gibt so eine Persönlichkeitsdimension, Offenheit für neue Erfahrungen. Also wenn ich da hoch drauf lade, bin ich eben bereit, mich regelmäßig neuen Reizen auszusetzen, auch Dingen, die sich andere Leute gar nicht mehr antun würden. Und das konnte ich auch sehr direkt sehen. Also je extremer der Metal-Stil bei der Präferenz, desto offener ist auch die Persönlichkeit. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil manches ist ja durchaus eine auditive Zumutung. Das muss man ja auch wollen, ne? Soll vorkommen, ja. Genau. So, dann haben wir Postman und Postgirl. Das sind so die mögen New Metal, also alles, was ein bisschen hüpfbar ist, aber eben heute auch alles, was so in den Bereich Core fällt, ne? Also so Post-Thrash und ja, die haben wir dann als Pärchen aufgestellt, weil die tatsächlich relativ ausgeglichen sind. Also es gibt auch sehr viele Post-Girls.
Dann haben wir noch Rock'n'Roller, so habe ich den genannt. Das ist der älteste der Typen. Die sind also im Mittel dann auch schon so in den Mitte der 50er und die hören dann wirklich so klassisch Judas Priest und natürlich Motorhead. Und die kommen aber auch schon noch aus der Ecke Rainbow und Deep Purple und Black Sabbath. Sehr traditionell, sind übrigens dann auch die Wohlhabendsten, was mit dem Alter korreliert. Wenn du es gerade nicht merkst, wie gesagt, Statistiken lügen immer. Das ist so. Aber das ist so der Rock'n'Roller. Und dann gibt es als fünften Typus das Gothic Girl. Die hört tatsächlich sehr viel Gothic und dann auch Industrial und Rammstein und Neue Deutsche Härte, aber durchaus eben mit dem ganzen Brimbamborium, mit den Klamotten, mit dem Samtröckchen. Und die haben wir ganz bewusst Gothic Girl genannt, weil die einzige Subgruppe ist, die tatsächlich zahlenmäßig von den Frauen dominiert wird. Nur ganz leicht. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, wenn die Grundgesamtheit fast 70% Männer sind, dann ist es ja schwer, eine Teilgruppe zu finden, wo die Frauen überwiegen. Beim Gothic Girl ist es tatsächlich so, dass sie so etwas mehr als 50% ausmachen und sind damit sozusagen die weiblich dominierteste Subgruppe. Auch die jüngste, weiß nicht, wo das herkommt. Jetzt fragen mich immer ganz viele Leute, was ist denn mit Thrash Metal? Thrash Metal ist doch ganz, ganz beliebt und es gibt ja auch so einen eigenen Typus. Ne? Thrash ist häufig so irgendwie Jeans und dann Nietengürtel und die Chucks und den gibt es statistisch deswegen nicht, weil der das Bindeglied ist. Also alle von denen mögen auch Thrash und weil es aber sozusagen nicht distinkt ist, taucht es dann statistisch gesehen auch nicht mehr als eigener Subtyp. Also Thrash als Musik sehr präsent, aber er macht sozusagen keinen eigenen Typus aus und deswegen finden wir als Nummer 6 nicht den Thrash-Liebhaber, obwohl ganz viele Leute Thrash durchaus sehr lieb haben. Ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, also diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, warum es im Metal ja nicht nur Harmonie gibt, sondern auch erbitterte Kämpfe zwischen den Subgenres. Ich vergleiche Metal eigentlich immer gerne mit der Schweiz. Also es ist ein sehr föderales System. Es gibt schon so einen kantonalen Finanzausgleich. Man besucht sich auch, aber man steht halt doch auch in einem Wettbewerb. Und gleichzeitig, und das verbindet wirklich Metal und die Schweiz sehr stark, gibt es das, was du auch Outsider-Togetherness nennst. Also man ist so ein bisschen der Outsider, die Schweiz in Europa, Metal unter so den Pop-Stilen. Metal ist ja doch auch Pop, aber innerhalb des Pops ist er der Outsider. Und würdest du da zustimmen, dass Outsider-Togetherness wirklich ein wichtiges Merkmal im Metal ist und dann trotz aller Unterschiede und aller Rivalitäten zwischen den Subgenres eigentlich doch am Ende so die bestimmende Kraft ist? Oder ist es schon zu groß gedacht? Nee, überhaupt nicht. Ich muss einen Satz vorweg schicken. Und zwar habe ich diesen Begriff selbst wieder nur entlehnt aus einem anderen Buch. Mir fällt nur gerade der Titel und die Autorin nicht ein. Ich würde sie jetzt gerne zitieren. Aber in dem Buch, glaube ich, ging es aus einer soziologischen Perspektive um Queerness im Metal. Und dass du einerseits diese Dynamik hast, so ich gehöre zur Metal-Szene, aber innerhalb der Metal-Szene durch meine Queerness bilde ich nochmal wieder einen neuen Subtypus. Und da kam dann dieser Begriff Outsider-Togetherness her. Ich glaube aber, da habe ich das dann sozusagen entfremdet, dass das auch für die Szene insgesamt gilt. Weil wenn ihr jetzt mal rein zahlenmäßig, wenn ihr euch auf Statista umschaut, Datenbank, 8-10% der Menschen in Deutschland. Da sprechen wir schon von ein paar Millionen Leuten, aber es ist eben auch lange nicht die Mehrheit. Und Metal-Musik findet auf normalen Medien fast gar nicht statt. Da muss man schon mal auf die dritten Programme gehen, auf Dreisat, die übertragen dann ab und zu mal einen Rockpalast. Aber du hast jetzt nicht das Festival der Thrash-Musik am Samstagabend um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Zum Glück nicht. Gott sei Dank nicht, ja. Du hast auch in normalen Leitmedien findet Metal fast nicht statt, außer vielleicht mal Bruce Dickinson alle paar Jahre oder früher Lemmy. Lemmy durfte auch immer. Lemmy war so Lemmy immer war Max Lanz, ne? Die Feuilleton-Figur. Ja. Aber das heißt, du hast schon eigentlich immer noch ein ganz starkes Randphänomen. Und jetzt bei mir, vielleicht zu meiner Geschichte, ich war halt bis zum 40. Lebensjahr auch erstmal ganz klassisch Manager. Ich war in der freien Wirtschaft, ich war bei L'Oreal, weil ich es mir wert war.
Ich war bei Bertelsmann, ein großer Medienkonzern, und ich war dann auch schon so weit oben, also ich war weiter oben als in der Jahren unten. Ich war noch nicht Vorstand, aber so deiner Nähe. Und was ich da dann schon erlebt habe, ist, wenn man sich dann so im Juni unterhält, so, was sind denn deine Ferienplanungen? Und dann war schon so, naja, also ich mache jetzt Wandern in Tirol von Edelhütte zu Edelhütte, und dann ist da die Weinprobe. Und zwischendurch fahren wir nochmal dahin und gehen dann ins Opernhaus. Und alles total okay. Wenn du dann aber unter diesen Leuten gesagt hast, ja, ich fahre auf Wacken und lass mich ein bisschen volllaufen und mach vielleicht noch einen schönen Schlammengel oder so. Habe ich ja gar nicht so gesagt, aber du merkst sofort, du bist vom Habitus. Es gibt ja in der Soziologie den Begriff des Habitus. Du bist mit Metal in dieser Management-Riege, bist du sehr schnell mal wieder ein Outsider. Und ich glaube, diese Erfahrung machen viele Leute auf die eine oder andere Ebene. Und wenn du jetzt auch in die verschiedenen anderen Studien reinschaust, so wie wird man eigentlich zum Metalhead, gibt es ja dann Tiefeninterviews. Die meisten Leute reden sehr dezidiert von Erfahrungen des Ausgestoßenseins, des Nicht-Dazugehörens. Und natürlich ist Metal heutzutage viel bürgerlicher als in den 80ern, aber ich glaube, du hast immer noch so dieses zusammenschweißende Element. Und wenn du jemanden siehst mit einem T-Shirt von deiner Band, du kennst den Menschen nicht, aber oh, Creator oder irgendwas, ne? Slayer, auf Wacken, ne? Immer so, wir lassen uns da jetzt ein paar Tage zusammenfärchen und jetzt sind wir hier endlich mal die Normalen, die machen Zaun drumrum, es gibt ein gutes Buffet und Security. Aber das meine ich mit Outsider-Togetherness. Und für mich waren immer so die kleinen Momente, wenn du jetzt noch im Business unterwegs bist und hast dich auch ordentlich verkleidet, also einen schönen Anzug und so, und dann lernst du jemand Neues kennen und auf einmal siehst du bei dem aber ein Festivalbändchen unterm Jackett durchblitzen, hast du sofort einen ganz, ganz ordentlichen Vertrauensvorschuss, weil du weißt, der ist jetzt auch so ein bisschen draußen hier in diesem Kontext. Und ich glaube, dieses Zusammenschweißende, das erleben viele Menschen noch, und das wollte ich damit thematisieren. Das ist ja auch etwas, was Metal wiederum zum Vorwurf gemacht wurde, gerade immer eher von Punk-Seite oder von aus einer dezidiert linken Perspektive. Das Metal ist eigentlich nicht geeignet für die große Revolution, ne? Weil Metal ist irgendwie Anzug tragen, doch irgendwie mitmachen, aber das Festivalbändchen nicht so als kleines Outsider-Element noch tragen. Also der Metaler ist kein... Also revolutionär. Das war Metal eigentlich auch nie. Metal war nie so eine aktivistische Musikrichtung, mal abgesehen von den Core- und Punk-Mischvarianten. Aber der klassische Heavy Metal ist eigentlich nicht aktivistisch, ist nicht revolutionär. Wie würde man das als Psychologe beurteilen? Was für ein Persönlichkeitstypus spricht das an? Also der eine geht ja auf die Straße, der wirft vielleicht mal einen Molotow-Cocktail oder zündet so das Haus des Kapitalisten-Nachbarn an, und der andere schreibt eben ein 30-minütiges Gitarrensolo und schreibt noch Lyrics über die Schlechtigkeit der Welt. Ja, also wenn ich jetzt mal wieder die Daten aus meiner Studie zur Rate ziehe, was ich gerne tue, dann sehe ich schon, dass der Metalhead im Mittel ein bisschen introvertierter ist. Also die Energie, wenn die Wut da ist oder vielleicht auch die Angst da ist, ich mache das eher mit mir selber aus. Und ich nutze vielleicht die Musik zur Verarbeitung, aber ich gehe eben nicht nach draußen und zünde das Haus vom Kapitalisten-Nachbarn an. Und das andere, was ich auch gesehen habe, und da habe ich dann auch wieder einen Link zum Thema Depressionen, und weil das, glaube ich, in der Szene, ich kann nicht statistisch mit Sicherheit sagen, dass Depressionen sozusagen häufiger auftreten in der Metal-Szene. Ich kann aber mit einiger Gewissheit sagen, dass wir eine höhere Bereitschaft haben in der Richtung, und zwar einfach, weil wir in der Psychologie von einem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip ausgehen. Das heißt, ich zum Beispiel qua meiner Herkunft, weil von Mama eher die Depressionen, von Papa eher die Angststörungen. Mein Bruder hat auch schon mal 3 Jahre deswegen nicht arbeiten können. Da weißt du genau, ich habe eine ganze Menge an Ladung. Trotzdem geht es mir heute an den meisten Tagen relativ gut. Das heißt, wir brauchen für das körperliche Schloss immer noch einen Auslöser von außen. Und das nächste Mal, dass es mich weggehauen hat, war mit ungefähr 30.
habe ich zu viel gearbeitet, nebenbei promoviert, mich die ganzen Wochenenden auch noch auf Seminaren rumgetrieben, immer besser werden, immer schlauer werden. Hat alles eingeschwungen, funktioniert. Und dann kamen in ganz kurzer Zeit drei krasse Stressoren, nämlich Jobwechsel. Jobwechsel ist immer Stress am Anfang. Freundin weg, also Geborgenheit, Sicherheit, Resonanz weg und Opa gestorben. Alles so 2-3 Wochen. Puff. Und dann hat es sich wieder so richtig weggehauen. So, der langen Rede kurzer Sinn ist, wenn ich jetzt die Metal-Stichprobe vergleiche mit einer Normalo-Stichprobe, laden wir im Mittel, also wir sprechen wieder nicht von Einzelfällen, sondern wir sprechen von der Gruppe, laden wir im Mittel deutlich höher auf einer Persönlichkeitseigenschaft, die wir Neurotizismus nennen. Da steckt also quasi noch das alte Wort neurotisch mit drin, obwohl wir das in der Wissenschaft gar nicht mehr benutzen. Neurotizismus ist eine ganz natürliche, also im Sinne von angeborene Neigung zum Ängstlichsein, zum Grübeln, tendenziell wenig Selbstwert, Anspannung, und das haben wir im Mittel mehr als andere Menschen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Eigenschaft, die dich sagen lässt, wo ich bin, ist vorne und ich gehe auf die Straße und zeige der Welt, wo der Hammer hängt, sondern auch eher nach innen gerichtet. Und ich glaube, dass letztlich die Musik, die ja wiederum auch aggressiv, aber auch traurig sein kann, dass die so im Mittel diesen emotionalen Grundtonus der Menschen sehr gut matcht. Und es ist ja auch so, meine Frau fragt mich ja auch manchmal, sag mal, wieso kannst du dir das den ganzen Tag anhören, diese schnelle Aggression? Sie war mit mir schon mal bei Metallica, also soweit ist dann schon gegeben. Und ich bin dann mit ihr zu Ed Sheeran gegangen, ne? Ist ja das Geheimnis einer glücklichen Ehe, geben und nehmen. Aber wenn ich dann das richtig krasse Zeug anmache, dann sagt sie natürlich auch mal irgendwann, jetzt lass mal gut sein. Und jetzt überlegt euch mal kurz, wann wart ihr zum letzten Mal so richtig, richtig sauer auf jemanden oder auf eine Institution? In Deutschland kann ich immer Witze machen über die Bahn, aber das funktioniert ja hier in der Schweiz nicht. Aber in Deutschland kann jeder sofort die Bahn nachführen, weil die einfach scheiß unpünktlich ist. Aber wann wart ihr das letzte Mal richtig sauer? So, jetzt kommt ein wohlmeinender Mensch an und möchte euch helfen und möchte euch beruhigen, was ja eine gute Intention ist. Aber ihr seid so richtig auf 180, okay? Jetzt kommt der an und sagt, jetzt beruhig dich doch mal. Wir möchten demjenigen in die Fresse hauen. So, weil das nicht unsere momentane Befindlichkeit matcht. Und ich glaube eben, dass so der gemeine Metalhead mit einer gewissen Grundbefindlichkeit in der Welt ist und dass Metal dann häufig eben sowas wie die auditive Ohrfeige ist, die wir brauchen, um danach überhaupt erst wieder zugänglich werden für und jetzt und dann kommen wir runter. Das ist so meine Theorie. Ich würde dem sehr, sehr zustimmen. Beruhigend. Du hast mir noch gar nicht ausreichend aufgeregt. Da könnten wir noch dran arbeiten. Ich kann jetzt ein bisschen Reggae anmachen, ne? Dann Reggae ist tatsächlich, ich glaube, Reggae verkörpert genau diesen Typus, dieses Komm doch mal runter mäßig, nicht? Aber ja. Kennst du, das ist so ein ganz alter, blöder Witz. Was sagt ein Reggae-Fan, wenn das Dope alle ist? Wer hat die scheiß Musik angemacht? Der ist fantastisch. Wäre eigentlich schon ein gutes Schlusswort oder ein guter Schlusswitz. Wir würden gleich noch für Publikumsfragen öffnen. Aber eine Frage, Nico, die muss ich dir noch stellen. Die habe ich mir notiert und fett angestrichen. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu wissen, auch für das Publikum. Warum ist Metal die Waldorfpädagogik unter den Musikrichtungen, wie es in deinem Buch heißt? Jetzt sag nichts Falsches. Ja, da kannst du schnell was Falsches sagen. Da habe ich auch bitterböse Zuschriften für bekommen, für die Formulierung. Glaube ich. Ich habe mir, ja, aber ich glaube anders, als du denkst. Nicht wegen der Metaphorik, sondern, oder vielleicht gerade wegen der Metaphorik, Waldorfpädagogik geht ja auf Rudolf Steiner zurück. Und Rudolf Steiner wird heute vielleicht nicht ganz zu Unrecht so ein bisschen in die Nazi-Ecke gepackt. Und es gibt auch, glaube ich, eine Geschichte von Missbrauch an diesen Waldorfschulen und Kindergärten. Und von daher haben mir ein paar Leute geschrieben, hättest du vielleicht vorher ein bisschen mehr gelesen, hättest du eine andere Metapher ausgesucht. Das ist okay. Aber
Eigentlich habe ich das geschrieben nach einem Interview. Und zwar gibt es neben meinen eigenen Dönnekes und der Studie auch 8 Interviews in dem Buch. Unter anderem mit Professor Dr. Jörg Scheller, kann ich sehr empfehlen. War auch das längste Interview. Hat mich Tage gekostet beim Transkribieren, aber das ist ein Epic anderes Thema. Epic Metal. Dieser Part ist entstanden nach einem Interview mit Sabina Klaassen. Sabina Klaassen ist in Deutschland eine der bekanntesten und auch längst gedienten Metal-Sängerinnen. Die hat eine Band in den frühen 80ern genannt, Holy Moses, die so als Pioniere des Thrash-Metal gelten. Und sie war wahrscheinlich auch die erste Frau im Metal, die wirklich so gegrowlt und gescreamt hat. Und die Band ist nie richtig groß geworden, aber die waren über all die Jahre dabei. Und das Interessante ist, Sabina ist im richtigen Leben auch therapeutisch tätig. Die wohnt in der Nähe von Hamburg, die hat Pferde und die macht Therapie mit Pferden, die hat Therapiehunde. Und die ist auch so ein bisschen spirituell angehaucht, die hat auch mal eine schamanische Ausbildung gemacht. Und darüber haben wir dann in dem Interview gesprochen, dass das Konzerterlebnis ja durchaus auch so eine Art schamanische Qualität hatten kannst. Also du bist am Tanzen, du bist am Stampfen, du bist im Gleichtakt mit anderen Menschen. Und sie sprach so darüber, wie es eben darum geht, so negative Energie in den Boden abfließen zu lassen. Und dann ist es ja gleichzeitig auch immer eine multisensorische Erfahrung. Also du kriegst richtig auf die Ohren, du kriegst aber auch richtig auf die Augen, du kriegst in wechselnder Qualität auch richtig was auf die Nase, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Und du hast eben diese ganz körperliche Erfahrung, die vielleicht auch noch mal einen Tacken intensiver ist. Also woanders wird auch mitgesungen, mitgeschunkelt. Aber ich glaube, dass gerade diese körperliche, energetische Ebene noch mal eine ganz große Rolle spielt. Und das war jetzt meine Parallele für Waldorfpädagogik, weil es da ja auch viel darum geht, nicht nur jetzt irgendwie Vokabeln lernen, sondern wirklich lernen mit allen Sinnen, angefangen bei deinen Namen tanzen, da sind wir wieder bei Klischees, aber das ist ja eigentlich die Essenz der Waldorfpädagogik, dass du mit allen Sinnen lernst und nicht nur Buchstaben liest. Und da war für mich so ein bisschen die Metaphorik da. Ich weiß nicht, ob wir es in der 5., 6. Auflage noch drin lassen, aber damals schien es mir halbwegs intelligent. So. Gibt es im Publikum Menschen, die gerne eine Frage tanzen? Gibt es im Publikum Menschen? Ich muss mal eben aus dem Scheinwerfer raus. Seid ihr da? Sehr gut. Wir machen mal im put your hands up in the air. Da tut sich was. Okay, super. Das macht man bei so Sachen eigentlich nicht, aber jetzt okay. Gibt es Fragen? Irgendeine Hand habe ich hinten hochgehen sehen. Da, genau. Und Introvertiertheit und so ein bisschen eine Depressionsbereitschaft bewirkt. Und Männer werden ja immer noch ein bisschen sozialisiert in die Richtung von sprich über deine Gefühle, vor allem nicht mit anderen Männern. Und so den Zusammenhang zwischen männlichen Metalheads haben wahrscheinlich vor allem männliche Freunde, weil wir uns ein bisschen in unserem Bettbereich bewegen. Auf der anderen Seite haben wir durch die Musik ein bisschen mehr emotionalen Zugang und sind mehr mit unseren Emotionen im Reinen oder so. Hast du Daten oder zumindest irgendwie Gefühl in die Richtung von, ist Metalhead sein für gerade jetzt männliche Freundschaften, was ja dann auch wieder zu Mental Health irgendwie beiträgt, positiv oder positiv? Ui. Nee, ist ja eine sehr intelligente Frage. Also konkrete Daten dazu habe ich nicht. Das ist eine weitreichende Frage, deswegen muss ich gerade ein bisschen sortieren. Ich kann das jetzt aus meiner eigenen Erfahrung gar nicht so beurteilen. Ich gehe immer mit einem ganz alten, langjährigen Freund von mir zu Konzerten. Ich gehe aber übrigens auch gerne alleine auf Konzerte. Ich nehme dann immer Bücher mit und werde dann immer doof angeguckt, weil ich dann zwischendurch in der Umbaupause ein Buch lese, aber ist doch okay. Wenn ich mit Marc, liebe Grüße, Dr. Marc Zensack, auf ein Konzert gehe, hauen wir uns vorher ein paar Whisky-Cola in den Kopf, fahren mit dem Zug irgendwo hin und ab da sprechen wir eigentlich nur noch in Zitaten miteinander aus Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Und dann trinken wir noch ein bisschen mehr Whisky-Cola, hören uns die Musik an und fahren glücklich mit dem
Zug wieder nach Hause. Ich glaube, da ist der Metal eigentlich nur die Hintergrundmusik. Das ist halt unser beider großer Leidenschaft. Was ich schon wahrnehme, glaube ich, so auf der Metaebene ist, und das sagen ja auch ganz viele Leute, Metal-Konzerte und Festivals sind unglaublich friedliche Orte. Die Menschen sind gechillt, die sehen zwar böse aus von außen, aber du wirst nicht blöde angepumpt, du hast nicht die Aggressivität wie auf Hip-Hop-Konzerten. Also, dass das Ganze so emotionsregulierend ist in eine gute Richtung, das würde ich sofort unterschreiben. Ob das jetzt ein spezifisch männliches Phänomen ist, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster nehmen. Aber dass es insgesamt dazu führt, dass Menschen eigentlich relativ angenehm werden, das nehme ich schon so wahr. Oh, jetzt ohne mir auf die Schulter zu klopfen. Muss ein bisschen ausweichen, aber das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man da noch dazu fügen, wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche, so meine eigenen Freundschaften, die man so im Leben hatte, da waren die Metal-Freundschaften eigentlich immer diejenigen, wo du relativ offen über auch Gefühle, Emotionen, Probleme sprechen konntest. Also ich lebe in sehr unterschiedlichen Welten. Ich bin in der Sportwelt unterwegs, Fitness, Bodybuilding, Kampfsport, alles Mögliche. Die Akademia, Wissenschaft und eben Musik, Metal. Und wenn ich das jetzt vergleiche, so in einer kleinen persönlichen vergleichenden Studie, dann waren eigentlich die Metal-Freundschaften oder sind die Metal-Freundschaften diejenigen, die man so als traditionell am unmännlichsten bezeichnen könnte. Ja? Also einfach, weil du sehr offen über Selbstzweifel oder Weltschmerz und so weiter sprechen konntest, auch weil die Musik dich irgendwie dazu ja auch stimuliert, angeregt hat. Und im Sport habe ich das so jetzt so nicht erlebt und auch in der Wissenschaft eigentlich nicht. Da verbrämst du und verpackst du und redest eigentlich viel drumherum und indirekt und durch Zitate, nicht Terence Hill meistens. Ja. Wir hauen uns jetzt alle gegenseitig in die Fresse und wer übrig bleibt, kriegt die Bohnen. So, Das ist ja aber ein wichtiger Aspekt. Also mein Ausbilder als Fitnesstrainer hat immer gesagt, wir leben in einem endokrinologischen Albtraum, weil wir die ganzen Stresshormone nicht mehr körperlich verarbeiten, sondern nur noch kognitiv. Ja. Ja? Und das ganze Zeug staut sich in uns und dann werden wir irgendwie ein bisschen ballerballer eventuell. Das kann gut sein. Jetzt habe ich über das Terence Hill Zitat vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, aber mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Gibt es weitere Fragen? Also eben, die Fragen dürfen auch getanzt werden. Everybody, das sah jetzt eher aus für so ein bisschen wie Backstreet Boys. So aus den, Entschuldigung. Everybody. Ansonsten sind wir ja da, oder? Ja, bitte. Ja. Also wenn ich jetzt mal in Bezug auf mein Buch antworte, das kann ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich da selbst auch kein großer Fan von bin. Und ich bin auch eigentlich erst Metal-Fan geworden, als das Ding vorbei war. Als die originale Hochphase vorbei war. Ne? Also man sagt ja durchaus, dass der Aufstieg des Grunge ein Stück weit eine Gegenbewegung war zu der dann irgendwann sehr verweichlichten Glam-Hair-Metal-Szene. Und dann waren die ja eine Zeit lang weg. Und jetzt machen ja zum Beispiel Mötley Crüe, haben sie gerade wieder ihr großes Revival. Aber das, ich will einfach damit sagen, für mich war das nie ein großes Thema. Ich habe Mötley Crüe zum Beispiel jetzt überhaupt erst in den letzten 24 Monaten so richtig entdeckt, als Recherche für mein nächstes Buch, was ich danach geschrieben habe. Vorher war mir Mötley Crüe und mir war das einfach herzlich egal, fairerweise. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so präsent in dem Buch.
Sie tauchen da jetzt nicht so als Typus mit auf, weil sie, glaube ich, tendenziell in dem Rock'n'Roller mit drinstecken, so aus Altersgründen. Das ist jetzt, glaube ich, noch der Aspekt, warum das in meinem Buch nicht auftritt. Dass die da sind, dass die wichtig sind, dass die übrigens heute noch deutlich mehr verdienen als die meisten modernen Metal-Bands, das ist definitiv der Fall. Ich finde The Dirt grandios, war ein großes Leseerlebnis und es gibt ja auch dann die Netflix-Adaption, die ist auch sehr, sehr gut. Es war für mich einfach nie so wichtig und natürlich ist so ein Buch immer auch ein Filter durch die Augen des Autors und deswegen kann es sein, dass es da vielleicht etwas weniger Raum einnimmt, als die Wichtigkeit in der Realität es erfordern würde. So. Und ich habe immer nur eigentlich mit Männern zu tun. Und dementsprechend ist eigentlich das für mich überhaupt gar kein Thema gewesen bis dato, dass Metal eigentlich eher so männlich geprägt ist. Ich habe mir auch da noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht, bis du das eben so erwähnt hast, dass doch die prozentuale Vermischung da doch ein bisschen eindeutiger ist. Im Gegenteil, ich mich freut, weil die Frauentoiletten sind leer. Mhm. Das ist vollkommen super. Pragmatisch, ja. Die Frage, die ich aber habe, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, aus psychologischer Sicht, warum das so ist, dass das eher Männer sind, die von dieser Musik angezogen werden? Ich habe ein, zwei Studien gefunden, die da wieder so Hinweise nahelegen. Erstmal, das Lustige ist, das kannst du aber viel besser als ich erklären, aus deiner kunsthistorischen Perspektive. Das Lustige ist ja, dass das, was wir für obermännlich halten im Metal, ja eigentlich Queerness ist. Denn der klassische Metal-Look geht heute zurück auf Rob Halford. Leder, Nieten etc. pp. Ich weiß, der Thrash-Metaller ist ein bisschen anders. Der hat eher die Chucks und der hat dann die Jeans. Aber gerade so im True Metal, Leder, Nieten, das ist eigentlich gay. Ja? Die mit ihren Leder und Feldtangas, das ist doch so gay wie nur irgendwas. Und aus irgendeinem Grund haben es die Jungs aber, und ich meine jetzt mit Jungs, die Metaller an sich, ungefähr 30 Jahre lang geschafft, das zu verdrängen, dass das eigentlich ultra gay ist. Und von daher finde ich das immer so ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn gesagt wird, die Metal-Szene ist so gar nicht queer. Aber natürlich haben wir auch noch andere Aspekte. Wenn ich jetzt wieder ganz weit zurückgehe in die 70er, 80er, dann hast du natürlich, glaube ich, schon noch so dieses Männlichkeit und Testosteron und Judas Priest, Thousands of Cars and a Million Guitars. Also da kann ich mir schon noch, aber dann Ram It Down und Turbo Lover. Also wenn man die Lieder heute nochmal hört, kriegen die eine ganz andere Konnotation. Ich finde es gut. Ich kann mir erstmal vorstellen, dass es damals schon dann eher so die harten Typen angezogen hat. Das ist eher, sagen wir mal, die kulturelle Ebene. Wenn ich jetzt noch wieder auf die psychologische Ebene schaue, dann kann man Menschen wiederum auch, also nochmal, wir reden nicht von Typen, wir reden von Gauss-Kurven und, aber dann gibt es durchaus, ich sag jetzt mal, verschiedene Denkstile. Und man kann zum Beispiel Menschen danach so ein Stück weit unterscheiden, dass sie eher so systematisierend unterwegs sind und Dinge gerne ordnen und, also, möchte ich fast sagen, so ein bisschen so ein wissenschaftlicher Ansatz. Und auf dem anderen Ende sind Menschen, die sehr stark relational denken, also in Beziehungen zu anderen Menschen. Es ist ein bisschen männlich-weiblich verteilt. Was man jetzt findet ist, und das würde wahrscheinlich jeder Mensch, der in einer größeren Firma arbeitet, bestätigen, insbesondere Ingenieursabteilungen, aber auch IT-Abteilungen, die relativ männlich geprägt sind, die sind auch arg metal-lastig, noch mehr als jetzt in der normalen Verteilung. Und ich glaube, das korreliert eben mit diesem Hang zum eher systematisch oder systematisierenden Denken, weil Metal-Musik ist heute eine komplexe Musik. Das ist etwas, was du dir erarbeitest und das ganze Fachsimpeln drumherum, das ist, glaube ich, auch nochmal, also auch dieses Bullshitting-Game, meine Band ist aber besser als deine Band und wer sind überhaupt die 10 besten Gitarristen aller Zeiten? Also dieses Listenwesen ist ja sehr virulent.
Und ich glaube, dass das eben mit diesem systematisierenden Denktypus zusammenhängt, der wiederum ein bisschen geschlechtsschief ist. Das heißt, mehr Männer haben das und mehr Frauen haben eher diesen relationalen Ansatz. Und von daher glaube ich, dass aus ganz unterschiedlichen Facetten, die wir heute gehört haben. Also einmal haben wir das Thema Neurotizismus, zieht uns allgemein dahin. Dann haben wir dieses Thema Need for Cognition, Systematisierung. Dass das eigentlich das ist, was Metal attraktiv macht für Menschen. Und dass das eben nicht ganz geschlechtsneutral verteilt ist. Komplizierte Antwort, aber es ist, glaube ich, auch ein kompliziertes Thema. Genau, ich schaue auf eine nicht ganz so komplizierte Uhr, die uns leider schon zum Ende zwingt. Sag vielleicht noch ganz kurz was aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive zu dem Thema und dann würden wir uns verabschieden. Aus welcher bitte? Eine kulturwissenschaftliche. Aber das ist doch eher deins, oder? Eben, das wäre meins. Ja, dann sag du das doch. Ja, nee, ich sage das. Ach so, du sagst ich wollte, das. Genau. Ach so, ich sag dich jetzt an. Jetzt kommt die kulturwissenschaftliche Perspektive. Professor Dr. Jörg Scheller. Nein, ich wollte nur vorwarnen, dass noch ein letztes Sätzchen noch kommt und dann müssen wir leider, beziehungsweise eigentlich gar nicht leider, sondern dann geht es von der Theorie zur Praxis über endlich. Aber ich glaube, diese Männer-Frauen-Gender-Geschichte im Metal ist einfach ein sehr großes und auch irgendwie amüsantes Missverständnis, weil aus einer feministischen Sicht ist Heavy Metal wahrscheinlich die attraktivste Popmusikform, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil sie ermöglicht es Frauen, all das zu tun, was kulturell, sagen, von ihnen ja, quasi nicht erwartet wurde, beziehungsweise was ihnen eigentlich verboten wurde. Also dieses Lautsein, ja, sich eben Gehör verschaffen, auch quasi körperlich stark auftreten. Deswegen ist Metal eigentlich per se sehr attraktiv. Ich glaube, die Tatsache, dass es weniger Frauen gibt im Metal als Männer, ist vor allem kulturell auch bedingt, ja, weil sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende das eben so eingeschliffen hat. Die Frauen sind irgendwie eher privat, sind eher ruhig, mögen es nicht gerne so laut, spielen sie nicht in den Vordergrund, stricken was, ja, eher stricken als Stage-Diven. Und ich glaube, das löst sich gerade langsam auf. Und das ist auch sehr gut so. Habe in meinem Buch im Metamorphosen-Kapitel drüber geschrieben, also auch das Metal, du hast es schon erwähnt, ist eigentlich implizit ja total queer. Sogar der Powerchord, ne, kennen alle der Powerchord, der typische Akkord des Metal, der hat kein Tongeschlecht. Ja? Das ist einfach, was ich, Tonika, eine Quint. Ja? Und das war's. Also selbst der ist geschlechtsneutral und in diesem Sinne quasi können wir den Abend in guter Hoffnung beschließen. Wir sind auf gutem Wege, alles ist offen und vor allem gibt es in wenigen Minuten fantastische Musik zu hören von Heathen Heretic und von Lotrify. Ich danke Nico Rose sehr herzlich fürs Kommen, hat mich sehr gefreut, auch im Namen des Vereins Metal Storm Concerts, der immer auf der Suche ist, auch nach Mitgliedern und Menschen, die sich engagieren wollen für den Metal hier in der Zentralschweiz und darüber hinaus. Also wer nach diesem Abend Lust hat, zu uns zu stoßen, jede und jeder ist willkommen und wir beide hängen hier auch noch ein ganzes Weilchen rum und freuen uns auf Begegnungen. Jawohl. Danke fürs Kommen.